Servus, meine Freunde. Heute wird wieder gearbeitet. Ha! Moin. Also heute schaut es nicht einmal so schlecht aus für die Temperaturen. Einwandfrei. Wir haben heute wieder 10 Grad plus. Allerdings bei recht unangenehmen Außenverhältnissen. Das heißt, ein bisschen Regen, ein bisschen... Ja, es geht dann über den Starkregen, es macht heute nicht so viel Spaß, das heißt mit der Kamera schauen wir mal, wie wir das machen. Also ich richte jetzt mal wieder ein bisschen her, ich bin heute schon wieder ein bisschen spät dran, 8.15 Uhr, was soll's, ja, gehört halt auch einmal geputzt, gut, aber für sowas habe ich jetzt keine Zeit. Ja, bis gleich. Ja, lässt sich nicht vermeiden. Ich flex jetzt heute da, weil die Flex in diesem wunderbaren Dauerring könnt ihr vergessen. Da muss ich da kurz hinstehen. Wir müssen jetzt einflexen für den Eisenträger, der was drüber kommt, zum aufschiebbaren Deckel. Das ist heute also, die Plattform ist heute geplant. Schauen wir mal, wie weit das mal kommt. Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Und wenn der Berg nicht zum Propheten kommt, muss der Stein eben zum Flexen kommen. Ja. Ja, nachdem es heute bloß einmal regnet, habe ich jetzt da die Büffel anschupfen notdürftig ausgeräumt und jetzt halt da innen den ganzen Tag weitergemacht. Ja, aber es ist bald Feierabend, aber ich hole euch dann nochmal dazu.
Da habt ihr wegen einen Schirm. Ja. Feucht, fröhlich. Ja, ich habe keinen Bock mehr. Jetzt haben wir kurz nach 16 Uhr. Jetzt müsst ihr heimfahren, einen Bohrer holen, einen Zehner. Weil ich tue das nicht bloß schweißen, sondern schrauben. Aber ich zeige es euch gleich. Das heißt Feierabend für heute. Aufgeräumt habe ich schon. Ja, daheim noch ein bisschen räumen. Und sich damit auf den nächsten Tag vorbereiten. Ja. Wie geht's weiter? Schauen wir es uns an. Arbeitspensum haben wir heute nicht geschafft, aber ja, man muss ja nicht immer alles schaffen. Das ist jetzt die Schiene, was vom Eisenträger weitergemacht wird. Wir brauchen insgesamt eine 8 Meter Schiene, weil der Deckel soll ja 4 Meter aufgehen. Das habt ihr gesehen vom Schweißen, reingeschoben. Das heißt, es wird jetzt dann noch verschweißt. Hier an der Stelle haben wir gedacht, schweißen, nö. Ich habe da noch ein paar alte Schrauben da, die passen da genau rein. Das heißt, der 10er Loch bohren, heißt hier zwei, da haben wir die Verbindung und hier noch einmal. Und freilich setzen wir dann noch ein Schweißnaht drüber, aber ein bisschen mehr Sicherheit kann nicht schaden, weil später ja, habt ihr dann bloß das Problem. So haben wir ja das Dach oder die Dachbalken von der Büffelhandschupfen auch gemacht. Könnt ihr euch ja den Film anschauen. Ja, und auf der anderen Seite dieselbe Variante, ein Stück verlängert. Das passt schön bündig rein, das könnt ihr reinschieben. Schauen wir es uns noch einmal an. Reinschieben, dann wird es verschweißt und dann hält es. Ja. Das wäre jetzt quasi Schiene Nummer 4. Jo, da liegen die anderen zwei, wo ich draußen das Schweißen angefangen habe. Und zwar, ja, schauen wir mal, dass wir morgen fertig schweißen. Und dass wir vielleicht den Unterbau noch gar hinkriegen. Und zwar ist das ein Stecksystem. Da muss ich doch nochmal rumgehen. Aber ihr werdet das ja eigentlich nochmal sehen. Das ist die Vorderseite vom Pool, na, ist ja wurscht, könnt ihr euch eh nicht vorstellen. Und das ist die Verlängerung da, das wird ineinander gesteckt. Da habe ich genau hier auch eine passende Hülse gemacht. Und zwar, dass man das auch zum Rasenmähen dann später dann wieder wegtun kann. Also das ist eine bewegliche, dass das dann, das müsst ihr das jetzt mal mit dem Handmäher machen. Das haben wir gerade rausgezogen. Geplant ist es, dass es dann so hier reinkommt und dann ist der Akku leer, es geht mir am Nerv. Und dann muss das da hier reinflutschen. Und jetzt braucht man natürlich auch noch ein wenig Spiel, dass das andere Rohr auch noch mit reinpasst und hier soll das andere reingehen. Und dann habt ihr eine feste Verbindung. Natürlich wird es noch unterkeilt, dass euch das auf jeden Fall hält. Ja, ich denke mal, so sind wir ganz gut dabei. Und dann, ja, da geht's rein. Ah. Ja, typischer Vorführeffekt. Na komm. So, bevor uns jetzt der Akku noch gar von dannen zieht. Da ist jetzt der Eisenträger drin. Und das ist eigentlich meine Hauptaktion gewesen heute. Und Akku wechseln. Ja! Der Akku ist gewechselt. Eben das Einflexen und dann das Einführen. Wie ich jetzt da die Schiene auf der anderen Seite ran mache, ran schweiß, keine Ahnung. Ja, betonieren tun wir dann auch zum Schluss. Und erst einmal muss die. Der aufschiebbare Deckel drauf und erst danach wird dann betoniert, wenn alles passt und alles fertig ist. Danach kann man nichts mehr ändern. Ja, es regnet immer noch. Es hat heute nicht so wirklich aufgehört. Und wenn es so weiter regnet, ja, dann schiebe ich das wieder auf den Hänger drauf und schweiße es dann auch in der Büffelhandschupfen. Ja, also bis zur nächsten Einstellung. Euer Herbert. Servus.